Das sogenannte Medienhaus Korrektiv, dessen Recherche gerade überall debattiert wird, ist einfach nur eines der vielen Büttel, die die internationale Finanzwirtschaft und grüne Milliardäre finanzieren, weil sie die brauchen, um die Gegner dieser globalen Finanzindustrie klein zu halten, der Reihe nach. Es gab kein Geheimtreffen und keinen Masterplan. Wie auf Kommando hat fast die gesamte Mainstream-Presse diese gefakte Story übernommen. Die Regierung hat sich an die Spitze von Demonstrationen gegen die AfD gestellt. Der Staatsfunk hat sein Programm geändert, was sonst nur im Fall von Militärputsch, Terror und Naturkatastrophen passiert und manchmal nicht mal da. Das war ganz offensichtlich generalstabsmäßig geplant. Eine von langer Hand vorbereitete Kampagne. Dabei ist so gut wie alles Fake. Korrektiv ist kein unabhängiges Medienhaus und die Korrektiv-Mitarbeiter sind keine Journalisten. Korrektiv ist eine von linken Politikern und grünen Milliardären geförderte Organisation zur Bekämpfung politischer Gegner. Und die Journalisten sind linksextreme Aktivisten. Ein Beispiel. Eine zentrale Figur in der Korrektivkampagne ist Jean-Matthias François Peters, ein Linksextremist und Gewalttäter. 2016 hat genau dieser Herr Peters mich körperlich attackiert in Kassel, die Geschichte mit der Torte. Und genau deswegen, wegen dieses physischen Angriffs, bin ich danach bis heute unter staatlichen Polizeischutz gestellt worden. Der Mann ist gefährlich. Auch die Unabhängigkeit von Korrektiv ist fake. Schauen wir uns die Finanzierung mal an. Korrektiv selbst gibt zu, ohne die Initialförderung durch die Bross-Stiftung wäre der Aufbau nicht möglich gewesen. In den ersten 4 Jahren 3,5 Millionen Euro. Vorsitzender der Bross-Stiftung, Bodo Hombach, der frühere Wahlkampfmanager der SPD. Das Geld stammt aus der Hinterlassenschaft der Milliardärin Anneliese Brost, Gesellschafterin der Watz-Gruppe, die auch der SPD nahesteht, wie wir alle wissen. Korrektiv ist also, sagen wir, die zweite SPD-nahe Parteistiftung, gegründet, um den politischen Gegner zu bekämpfen. Bei Korrektiv zeigt sich aber auch nochmal besonders deutlich die Vernetzung der Linken mit der globalen Finanzindustrie. Im Jahr 2018 stieg der US-Milliardär Omidyar und seine Luminate-Stiftung in die Finanzierung ein, Spenden 2,8 Millionen Euro. Omidyar gehört zu den Großspendern der US-Demokraten und der Anti-Trump-Kampagne. Er gehört zu Bill Gates' Milliardärsnetzwerk Giving Pledge. Er ist Gründer der Online-Plattform eBay. Hauptaktionäre von eBay sind Vanguard, BlackRock und State Street. Die Hintermänner von Korrektiv sind auch eng mit dem reichen Clan verbunden. Die Mercator-Stiftung der Metro-Milliardäre zum Beispiel ist ebenso Großspender von Korrektiv mit 640.000 Euro. Mercator finanziert zusammen mit der European Climate Foundation des US-Lobbyisten Hal Harvey die Agora-Energiewende. Die Agora-Energiewende hat das Wärmepumpengesetz für Habeck ausgearbeitet, wir erinnern uns. Das heißt, der eine Arm der Krake schreibt der Ampel die Gesetze. Der andere Arm der Krake bekämpft die politischen Gegner der Ampel. Korrektiv ist Teil eines Netzwerks aus NGOs, Plattformen, Initiativen und Vorfeldorganisationen, die vor allem ein Ziel haben. Die Demokratie zu unterminieren und die Macht und den Einfluss mächtiger Lobbyinteressen im Hintergrund zu sichern. Die AfD deckt die Machenschaften der grünen Milliardäre und ihres politischen Kartells auf. Das gefährdet natürlich deren Agenda, ebenso wie unsere Wahlerfolge. Darum schlägt das Imperium jetzt zurück. Das Imperium aus internationaler Finanzindustrie, grüner Milliardäre und linker, woker, williger Vollstrecker im deutschen Mainstream. Die haben alle keine Angst um die Demokratie. Die haben Angst vor der Demokratie.